Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist, hier vor Ort bist oder auch online. Schön, dass du da bist. Hoffentlich schon ein bisschen wach. Und lass uns den Tag zusammen starten mit Gebet. Danke, Papa, für einen wunderbaren neuen Tag, Vater. Danke, Vater, für diesen wunderschönen Donnerstag, Herr Jesus, den wir leben dürfen. Danke, dass wir leben, aufwachen durften, frische Luft atmen dürfen. Danke, Vater, dass wir auch dein Wort jetzt hören dürfen. Und ich bete, Heiliger Geist, Herr, ich bete, Vater, dass du uns hilfst, Herr, all das an Segen anzunehmen, was du für uns hast heute Morgen. Amen. Amen. Kürzlich habe ich einen witzigen Cartoon gesehen. Da saß ein prächtiger Schmetterling in seinem Cabrio, fuhr gerade irgendwo hin, kam aber in eine Polizeikontrolle und der Polizist stand so ein bisschen mürrisch an seinem Wagen. Und dann meinte der Schmetterling, der so in seinem Cabrio seine großen Flügel ausgebreitet hatte, sagte nur, oh, das ist ein altes Bild, weil man auf dem Bild halt so die Raupe sehen konnte. Genau, und diese Metamorphose, die wir in der Natur haben, die haben wir auch im Neuen Testament. Es wird zum Beispiel über Jesus gesagt, dass als sein Angesicht bei der Verklärung sich völlig veränderte, und auch bei Paulus wird das zweimal genannt, dass diese Metamorphose, diese völlige Verwandlung des Wesens auch in unserem Leben stattfinden kann. Und ich glaube, damit zusammenhängt ist so ein Fehler, den wir ganz oft machen, wenn wir über Liebe sprechen oder nachdenken, ist, wir machen Liebe zu einer menschlichen Eigenschaft oder noch schlimmer, zu einem menschlichen Taten und denken, das wäre Liebe. Und vergessen, dass Liebe 100% göttlich ist, 100% übernatürlich. Das heißt, ich kann nicht einfach ein bisschen mehr versuchen, dich endlich zu lieben, wenn ich nicht angeschlossen bin an den Strom des Heiligen Geistes. Und das ist so etwas, wo der Heilige Geist sich, glaube ich, manchmal denkt, du handelst hier mit Falschgeld. Du versuchst mit Falschgeld einkaufen zu gehen, wunderst dich, warum das alles nicht so ganz funktioniert, weil ich nicht so in der Realität Gottes unterwegs bin. Oder wir sehen dann unseren Wachstum im Glauben und denken, wunderbar, ich habe super viele Blätter, aber der Heilige Geist sucht gar nicht nach Blättern, der sucht nach Frucht. Und manchmal lassen wir uns täuschen, weil wir manchmal nicht unterscheiden können zwischen dieser menschlichen Fake-Liebe und der echten göttlichen Liebe. Und heute wollen wir ein bisschen in die Bibel schauen, in das Alte Testament. Da darfst du aufschlagen mit mir, 1. Mose 32, wo wir die bekannte, mysteriöse Geschichte von Jakob haben, wie er mit einem Mann aus dem Himmel kämpft. Genau, da will ich gleich reinspringen. Vielleicht kennst du die Situation ein bisschen. Er rennt weg vor seinem Schwiegervater Laban. Da lief nicht alles immer so gut. Und deshalb haut er da lieber ab. Laban holt ihn zwar ein. Gott führt das alles gut, dass sie sich da friedlich miteinander umgehen. Aber er hat schon wieder die nächste Herausforderung vor sich. Sein Bruder, der auf ihn wartet. Und er fürchtet da keine guten Motive und Gefühle in dem Herzen seines Bruders. Aber in der Nacht davor begegnet er jemanden, und zwar einem Mann. Und da heißt es in Vers 27, und der Mann sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Da fragt er ihn, was ist dein Name? Er antwortete, Jakob. Da sprach er, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Also sehr mysteriös, ich will das auch gar nicht ganz alles hundertprozentig erklären und aufdecken. Ich glaube, vieles bleibt davon auch im Dunkeln. Aber ich finde es so interessant, dass Jakob dem Engel sagt, ich will, dass du mich segnest. Ich brauche deinen Segen. Mehr als alles wollte Jakob den Segen Gottes haben. Ich meine, man kann das verstehen. Er ist mit dem Leben davongekommen, hat die nächste Situation vor sich, wo er nicht ganz sicher ist, wie das so wird. Natürlich brauchte er den Segen Gottes, den Beistand und die Hilfe, den Schutz Gottes. Aber so interessant ist, was der Mann oder Engel, weiß ich nicht, dann sagt. Er sagt quasi, aha, du willst gesegnet werden, dann gibt es aber eine Bedingung. Und eine Bedingung ist nicht, dass du um mehr himmlischen Engelbeistand bittest, sondern da ist etwas, was Gott in deinem Herzen tun möchte. Und das hat mit deinem Namen zu tun. Und im Gegensatz zu dem Anfangswitz vom Anfang mit dem Schmetterling ist das mein Name nicht einfach nur ein paar Buchstaben in meinem Pass, sondern steht hier für ein altes und ein neues Leben, für eine alte und eine neue Persönlichkeit oder Identität. Und der Mann sagt ihm ganz klar, du sollst nicht mehr Jakob sein.
nicht mehr Jakob heißen. Dieses alte Leben, wo du Jakob hießt, wo du der Betrüger warst, wo du für dein eigenes Reich, deinen eigenen Vorteil gekämpft hast, für deinen eigenen Vorteil gebetet hast, das ist jetzt vorbei. Wenn du gesegnet sein möchtest, dann lass diese alte Saison in deinem Leben Geschichte sein und konzentriere dich auf das Neue. Du sollst jetzt Israel heißen. Dieser Name Israel heißt derjenige, der mit Gott kämpft oder für Gottes Sache kämpft. Das heißt, früher hast du dich nach deinem eigenen Reich, für dein eigenes Reich eingesetzt, warst beleidigt, wenn dein eigenes Reich nicht gut sich entwickelte, deine eigenen Wünsche, Bedürfnisse, Nöte, Vorstellungen nicht erfüllt wurden. Aber die Zeit ist vorbei. Du bist neu geworden. Du hast einen neuen Namen bekommen. Und jetzt geht es nicht um deine eigenen Wünsche, Bedürfnisse, sondern jetzt geht es um das Königreich Gottes. Jetzt bist du ein Kämpfer für Gottes Reich. Und das ist so tief und so interessant. Wenn ich gesegnet sein möchte, dann muss ich meinen alten Namen hinter mir lassen. Ich kann nicht erwarten, dass ich immer noch Jakob bleibe, aber ein bisschen mehr göttlichen Schutz bekomme. Schutzengel 3, 4, 5, 6, 7 bekomme, aber ich lebe noch mein altes Leben. Das ist so klar, wie der Engel oder der Mann hier sagt, du brauchst eine Veränderung. Und diese Veränderung lesen wir im Neuen Testament, in 2. Korinther 5, 17. Falls du diese Stelle schon auswendig weißt, ist wunderbar. Da heißt es in 2. Korinther 5, 17 über diesen größten Segen, den wir bekommen. Darum ist jemand in Christus. So ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, sie ist es alles neu geworden. Alles in dem geistlichen Bereich ist neu geworden. Nicht unbedingt meine Zehennägel, die immer noch schief sind, aber alles in meinem Leben mit Gott ist völlig neu geworden. Ich bin eine neue Schöpfung. Und die Frage ist aber, glaube ich das? Oft glauben wir das so ein bisschen theologisch oder irgendwie, aber doch nicht echt. Und dann empfinden wir zum Beispiel, zu lieben ist eine Last. Obwohl Jesus sagt, es ist überhaupt keine Last. Meine Last, Jesus legt uns eine Last auf, in Matthäus 11, 28, heißt es aber, dass seine Last leicht ist. Seine Last ist leicht. Leicht und sanft. Mein Joch ist sanft und leicht. Das heißt, Menschen, selbst meine Feinde zu lieben, ist keine Last für Israel. Für Jakob, der in seiner eigenen Kraft geht, ist das eine Riesenlast. Ist das schrecklich. Und dieser Jakob fühlt sich überfordert, weil das Gesetz kommt mit liebe deinen Nächsten wie dich selbst, oder noch schlimmer, liebe deinen Nächsten wie Jesus ihn liebt. Und vielleicht noch schlimmer, liebe deine Feinde. Und der Jakob kriegt die Krise, weil er sich zu sich selbst ist manchmal und merkt, das kann er gar nicht. Und der Jakob denkt sich, wie soll ich das denn tun? Ich fühle mich überfordert, ich fühle mich angeklagt, ich fühle mich unter Druck gesetzt. Aber die Frage ist, das Gesetz, wenn es zu Jakob spricht, führt es zur Überforderung und der Erkenntnis, ich kann es nicht. Aber wenn wir so in der Geschichte von Jakob bzw. Israel bleiben, der Engel spricht zu ihm eine neue Identität zu. Das heißt, wenn ich die Bibel lese, dann ist das nicht das Gebot, was zu schwierig für mich ist, sondern sagt das Neue Testament, dass ich neu geworden bin und ein Heiliger Geist dieses Gesetz auf mein Herz schreibt. Und wie fühlt es sich an, wenn der Heilige Geist die Gebote und Gesetze auf mein Herz schreibt? Es fühlt sich so an, dass ich eine Sehnsucht bekomme, meine Feinde zu lieben. Es ist nicht mehr das Gebot, was ich jetzt tun soll, obwohl ich gar nicht mich vorbereitet fühle, sondern es ist eine Sehnsucht, die der Heilige Geist in mein Herz schreibt. Das heißt, ich will lieben. Ich möchte lieben. Es ist keine Last, sie zu schwer ist zu tragen, sondern es ist eine Sehnsucht. Und die neue Schöpfung, der Auftrag zu lieben, ist keine Last, diesen Jakob hinter mir zu lassen und den Israel zu leben, ist keine Last. Sondern Gott nimmt uns die größte Last ab, die ich je hatte. Nämlich die Identität vom Jakob. Wo ich aus meiner eigenen Kraft lebe, für mich selbst und Niederlage nach Niederlage, Enttäuschung nach Enttäuschung habe und denke, das Leben hat sich gegen mich verschworen.
weil ich alles ungerecht finde. Und dann haben wir Menschen ja die super Fähigkeit, Großteil unserer Gespräche in der Gemeinschaft damit zu füllen, wie schrecklich alles ist und wie gemein die Ämter sind und wie gemein das ist und wie herausfordernd das ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht auf dem Arbeitsplatz. Gefühlt 90% dreht sich darüber, dass wir unser alte Jakob-Ego kraulen, weil alles so schrecklich ist. Die sind schrecklich zu mir und sie sind schrecklich zu mir und das ist ungerecht und das war früher besser. Ja, ich kann mich darin verlieren oder ich kann mich erinnern, warte mal, ich bin nicht mehr Jakob. Wenn ich gesegnet sein möchte, dann muss ich begreifen, dass ich Israel geworden bin. Das sagt dieser Mann Gottes hier ganz klar. Und so schön ist es, wenn ich mich darauf konzentriere, dass ich neu geworden bin. Das heißt, ich nehme die Bibel und suche nicht nach Geboten, die ich auch alle noch nicht ganz tue, aber eigentlich tun sollte, sondern ich suche danach, was der Heilige Geist in mein Herz schreiben möchte. Und ich bekomme Sehnsucht, meine Nächsten, sogar meine Feinde zu lieben. Weil ich begreife, das ist etwas Göttliches, was da in meinem Herzen passiert. Und mein Feind, der mir euch ungerecht behandelt, nicht ich habe ein Problem, nicht ich bin arm und blind, sondern er. Wenn er nicht liebt, ist er doch derjenige, der blind ist, oder? Wenn er in Ungerechtigkeit lebt, dann ist er doch derjenige, der arm ist geistlich. Wenn er Hass und Bitterkeit in seinem Herzen hat mir gegenüber, dann ist er doch derjenige, der ein Problem hat vor Gott. Und nicht ich. Das ist ja oft die Lüge, die wir glauben. Wenn ich nicht Liebe und Ehre empfange, mich beleidigt fühle, übergangen fühle, dann denke ich, hätte ein Problem. Aber dabei habe ich gar kein Problem. Das Neue Testament sagt ganz klar, mir wurde vergeben. Ich bin rein, ich bin heilig, ich bin gefüllt mit der Liebe Gottes, gefüllt mit der Kraft Gottes. Also welches Problem soll ich denn haben? Diese Sehnsucht, die der Heilige Geist in mein Herz schreiben will, das ist der Schlüssel, dass diese Last wirklich leicht wird. Weil manchmal empfinden wir das nicht so. Wenn ich müde bin, empfinde ich das nicht so. Aber wenn ich müde bin, liegt das nicht daran, dass ich keine neue Schöpfung mehr bin, sondern es zeigt das mir nur, dass ich mit meinem Verständnis noch in der alten Schöpfung lebe. Und wenn es mir gut geht, dann habe ich schöne Gefühle und ich denke, alles wäre okay. Dabei ist vielleicht gar nichts okay, weil ich vielleicht mit meinem Verstand völlig wie ein Jakob lebe. Aber dann, wenn ich müde werde, wenn ich benachteiligt wäre, wenn ich schlechte Gefühle habe, dann gefällt mir das nicht in meiner Seele nicht so und dann merke ich erst, oh, irgendwas stimmt ja nicht. Und das war bei Jakob nicht anders. Wir sehen bei Jakob, dass er so sehnsüchtig betet, weil er Probleme hat, weil er Schwierigkeiten hat. Und das ist oft so das Sprachrohr Gottes in mein Herz, die Herausforderungen, die ich habe, die mir aber so ein Segen werden können, wenn ich in meiner Herausforderung diese Begegnung mit Gott suche, wo Gott mir wieder neu zuspricht. Mein Kind, du bist eine neue Schöpfung. Lebe nicht so, wie deine alte Schöpfung es dir vorgibt, sondern du bist völlig neu geworden. Und nicht du hast das erwählt, sondern es ist Gottes Werk in dir. Nicht du bekommst endlich die neue Schöpfung, weil du 35 Stunden gestern gebetet hast, sondern es ist ein Geschenk des Himmels. Und wie wunderbar ist das, wenn ich das wirklich glaube. Und wir sehen eine andere Eigenschaft in Jakobs Herzen, die sehr, sehr kostbar ist. In Vers 12, da betet er mitten in Schwierigkeiten, errette mich doch aus der Hand meines Bruders, aus der Hand Esaus, denn ich fürchte ihn, er könnte kommen und mich erschlagen, die Mutter samt den Kindern. Vers 13, du aber hast gesagt, ich will dir gewisslich wohltun und deinen Samen machen wie den Sand am Meer vor der Menge, nicht, der vor Menge nicht zu zählen ist. Obwohl Jakob versagt hat, hat er diesen wunderbaren Moment, wo er, obwohl er gesündigt und versagt hat, die Verheißung Gottes wieder selbst nimmt. Und wie schön ist es, wenn ich, obwohl vielleicht gerade viele Herausforderungen sind, viel Versagen da ist, dass ich heute diese Verheißung, dieses Versprechen Gottes wieder nehme, dass ich eine neue Schöpfung bin und dass es nicht eine Last ist zu lieben, sondern dass ich genau dafür geboren, wiedergeboren wurde, um zu lieben. Lieben ist genau das, was mir entspricht. So bin ich. So ist meine neue Schöpfung. Natürlich nicht die alte. Aber lieben, das ist, was ich kann. Das ist, wer ich bin, wer ich geworden bin. Und ein großer Schlüssel ist, dass ich vor Gott immer wieder nicht nur sein Wort lese und glaube, sondern dass ich ihn anbete. Weil in der Anbetung, wenn ich ganz auf ihn schaue, endlich wegschaue von mir selbst. Amen.
auch von meinen eigenen Verletzungen und Schmerzen noch, die da vielleicht meine Seele noch empfindet, die ich nicht auch alle immer sofort wegbeten kann. Aber wenn ich in Anbetung auf ihn schaue, in seine Realität eintauche, begreife, dass ich mitgesetzt bin im Himmel, dass ich eine neue Schöpfung geworden bin, wegschaue von mir selbst, sondern nur schaue auf ihn. Und der Heilige Geist dann mir den Spiegel vorhält bei ganz vielen Eigenschaften Gottes und mir sagt, hä, mein Kind, du bist doch genauso. Ich habe dich genauso gemacht. Das ist ein riesen, riesen Vorteil, den wir haben als Kinder Gottes, die wir den freien Zugang haben. Und wie dramatisch und schade ist das, wenn wir das nie ergreifen. Ich habe kürzlich erst einen großen Mann Gottes gehört, seine Predigt auf YouTube, kostbar, 95%. Aber dann sagt er irgendwie in der Anbetung, dann merken wir, wenn wir so merken, wie groß Gott ist, dann merken wir, dass wir eigentlich ein dreckiges, kleines Nichts sind. Und ich dachte mir, hä? Wo kommt das denn her? Das hat nichts zu tun mit dem, dass ich heilig geworden bin, dass ich rein geworden bin. Ja, nicht aus meiner eigenen Kraft, sondern durch das Blut Jesu. Und das Blut Jesu ist in den Augen Gottes sehr, sehr viel wert. Das heißt, der Jakob, der war ein dreckiger, kleiner Sünder. Aber der Israel, der mutig in die Gegenwart Gottes gehen darf, der ist nicht klein, der ist nicht dreckig. Wie schön ist das, wenn wir als Kinder Gottes diese Selbstverständlichkeit wiederbekommen, weil wir wissen von unserem ganzen Herzen, ich da habe freien Zugang zu Gott. Ich bin rein, ich bin geliebt und ich bin befähigt. Und das, ja, will ich uns heute ermutigen, dass wir das in unser Herz lassen, dass wir eine neue Schöpfung geworden sind. Vater, ich danke dir sehr herzlich für diesen wunderbaren Tag. Danke, Papa, Herr, dass wir ganz neu über uns selbst sprechen dürfen, dass wir es wert sind, dass du uns liebst, weil du dein Blut vergossen hast, es bewiesen hast. Danke, dass ich neu geworden bin, dass Lieben genau meine Sache ist, genau meiner Natur entspricht. Das ist, was ich kann und das ist, was heute auch durch deinen Heiligen Geist in unserem Leben passieren wird. Dass wir Menschen begegnen wird, die uns schlecht behandeln werden, schlecht gegen uns reden werden, uns ignorieren werden, uns die Vorfahrt nehmen werden, aber wir werden merken, wie dein Heiliger Geist uns diese Sehnsucht ins Bewusstsein ruft, dass wir Sehnsucht haben, Menschen zu lieben, weil sie verloren sind, weil sie tot sind, weil sie arm sind und weil sie so, so geblendet sind und getäuscht sind. Aber wir dürfen mehr und mehr erkennen, wie geliebt wir sind, wie rein wir sind und wie gefüllt mit deiner Kraft wir sind. Amen. Amen.